Oh, da ist einer, den wir klauen können. Schön. So sind wir. La la la, la la la. Abstand gewinnen. Ja, genau. Er hat unsere wertvollen Bücher verbrannt. Das ist schlimmer als der Verlust der großen Bibliothek von Al-Iskandaria. Ich will mal eins jetzt sagen, die wollen bei uns hier den Strom abschalten im Haus, weil sie die Zähler tauschen. Und dann ist, glaube ich, so ein, zwei Stunden hatten sie geschrieben. Also wenn ich jetzt während der Aufnahme komplett weg bin, dann ja, dann wisst Bescheid. Ich versuche natürlich dann zusammenzuschneiden, ne? Nur so als Info. So. Leute, beruhigt euch! Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Aras Zorn kommt über uns! Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Oh. Feind. Ist ja fast wie hier im zweiten, zur Nazizeit. Buchverbrennung, aber... Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Wo finde ich Ahmad? Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ahmad? Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Warum nicht? Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek mit dem Buchwart sprechen. Ja, können wir machen. Warte mal. Ach nee. Fall abgeschlossen, Haus der Weisheit. Nachforschung. Flop, flop. So, den Buchwart. Durchsuche Ahmads Werkstatt. Finde den Buchwart. Erstmal die Werkstatt durchsuchen, ne? Na, einen Fall anzeigen. Haben wir auch noch nie gemacht, ne? Folge dem Feuerpfad, finde den Buchwart. Hä? Achso, weil wir schon mal hier sind, oder was? Na gut, machen wir mal. Gibt es zwei Fälle hier, oder was? Hier ist er. Ich grüße dich. Dürfte ich fragen, wo sich der gelehrte Ahmad ibn Musa aufhält? Ah, ja. Der Abenteuerlustigste der Banu Musa. Ja. Seine Werkstatt ist gleich hinter mir. Aha. Hab vielen Dank. Das ist doch schön. Komm, jetzt machen wir den so. Scheiß drauf. Na? Massim, hey! Neunfinger, hier drüben! Neunfinger. Ja, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Neunfinger, nee, der ist gut. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Na. Dann lach nicht. Ich sehe schon, dir sitzt okay. Der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen? Und dann stehlen? Alles. Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. Ja, ja. So. Lass uns doch mal umschauen. All diese Werkzeuge und Bücher. Das ist Ahmads Raum. Aber wo ist er? Erstmal den Kodex freischalten.
wissenschaftlichen Methode. Ich hoffe, das ist immer so okay. Da sind so ein paar Stücke und dann habt ihr noch Zeit zum Pause drücken. Ne? Okay, Details. Ist das gleiche, ne? Bloß, dass ich im Bild hast noch, ne? Was jeden Zeit war nicht, war von wichtiger Errungenschaften gekennzeichnet. Okay. Ne, ist glaube ich das gleiche, ne? Oder? Weil ich lese mir das später nochmal durch. Nach der Aufnahme. Weil das finde ich immer richtig gut. So. Sieht hübsch aus hier. Ahmad signiert seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk. Aha. Da an der Werkbank? Nee. Da, oder? Nee, auch nicht. Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad. Da ist ein Stern? Ach, hier ist noch ein Buch. Ein weiterer Gedichtband von Ari. Tabit wäre begeistert. Ja. Hier an der Karte? Nee. Wir haben doch hier. Dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. Oh, da können wir was schieben oder was? Na, mal ein Ticken zu viel. Yep. Oh, warte mal, warte mal. So. Ahmad scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Mhm. Aber an was? Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Aber wo ist er nur? Entschuldigung, kann ich dir helfen? Nee. Ist hier noch was? Bevor wir mit dem... Lass los. So. Mein Herr, ich spreche mit dir. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Okay. Wir folgen. Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Hey, Diebstahl. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt, nein.
Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Eine Schande. Nun eile dich. Es ist nicht mehr weit. Ja, ich bin das. Wachen! Hilfe! Ey, ich werde angegriffen! Was? Eine Lüge! Ey! Alter! Lass mal kurz verschnaufen. Nee, ich will hier. Rauchbombe. Hey! Na los, versuch es doch nochmal! Okay, ja. Schon härter zuschlagen. Dafür wird jemand teuer bezahlen. Hä? Oh ja. Was ist damit? Was stimmt mit ihm nicht? Hilfsmittel aufgebraucht, schade. Hey. Ich zermalme deine Knochen! Oh, 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 oh. Die haben kein Elixier mehr, ne? Doch, eins. Ey, nur lauf, lauf, lauf. Los jetzt! Wo ist er? Was haben wir noch? Messer bringt nichts, aber die ist leer, Gott. Er ist am Suchen, das ist schon mal gut. Oder? Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Nee, der ist unter uns. Okay. Bald gehörst du mir. Oh. Ja. Die müssen wir noch erlegen. War eine blöde Idee. Hat er uns in der Falle gelockt, der blöde Sack. Gehen noch unsere Fallen hier irgendwo oder haben wir alle ausgelöst? Weil ich ja aus Versehen geworfen hatte. Nee, Diebstahl. Ja, da war der Finger wieder nicht so, wie ich wollte. Okay. So, du Verräter, hast mir ganze Elixier gekostet hier. Bitte, tu mir nichts! Du hast mich in eine Falle gelockt.
Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Ja, verschone doch. Mich bitte. Mach Dann doch. Sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr. Ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Was sollte dann der Hinterhalt? Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was Aha. will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamid. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich zeichne dir gleich eine Karte. Besser ist er. Geh. Ich verschone dich. Die Karte sollte mir den Weg weisen. Oh oh, unser Bekanntheitsgrad steigt. Fall abgeschlossen. Ahmads Werkstatt. Können wir von hier aus irgendwo Schnellreise machen? Davor uns wieder hier zum Käufer begeben. Warte mal. Da könnten wir hin. Ist da auch Verkäufer in der Nähe? Hier ist auch kein Schnellreisepunkt, ne? Oder? Was ist das? Buchsammler, okay. Gibt es hier keinen Schnellreisepunkt, den man freischalten könnte? Sonst müssen wir wieder hinlaufen, ne? Das Verkäufer. Ist nur die Frage, ob wir da richtig hinkommen. Wo ist der Mohali? Der ist da. Bei der Sternwarte. Da haben wir ja Schnellreise, ne? Ja, da müssen wir noch mal. Wir müssen da erstmal unser Bekanntheitsgrad wieder wegstecken. So, wir haben ja genug Münzen, ne? Bürger Bagdads, die Aufständischen wurden erneut besiegt. Erfreut euch an der raschen Antwort des Kalifen an jene, die ihn in Frage stellen. Die Schotter kommt mir ständig in die Quere. Hilfst der du verdient mir, den Weg frei zu machen? Düse, ne? Keine Angst, ich lenke sie ab. Keine Angst. Bürger, der Kalif bietet Trost. Der Fluch unserer Stadt wurde von der Schorta seinem Ende zugeführt und raubt uns nicht mehr den Schlaf. Bürger, angesichts neuer hier? Anschuldigungen der Bestechlichkeit, die gegenüber gewissen Kadis erhoben wurden, möchte der Kalif daran erinnern, dass jedwedes Problem mit der Rechtsprechung im Kalifat dem Masalim-Gericht vorzutragen ist, wo solche Beschwerden aufgenommen Doch da. Wir gehen gleich wieder zurück. Erstmal wieder Hilfsmittel auffüllen hier. Da. Na, was ist denn hier mit dir? Sprichst du nicht mit jedem, wa? Hallo, sprech mit mir. Alter. Na. Der will nicht. Ja, Frieden, Sadiq. Schön, dich zu sehen. Erstmal die Waren ansehen. Schauen wir mal, was du hast. Erstmal Zieh dir meine Auslage an.
Ja, wir brauchen Kohle. Die kann man immer brauchen. Danke. Ja, voll. Rauchbombe war ja nicht verkehrt, ne? Aber Elixier ist wichtig. Brauchst du was für deine Ausrüstung? Ja. Verkauft. Oh, aber das wird aber eng, ne? Die habe ich eigentlich immer vorrätig. Na gut, dass wir noch was geklaut haben, ne? Hm. Sonst noch etwas? Nein. Auf ein andermal. Dann auf bald. Ja. So, dann gehen wir mal zurück. War doch hier, ne? Hier ist noch wieder eine, die wir umbringen können. Aber wir lassen das mal. Erstmal Futter müssen wir auch noch irgendwas. Nur eine Fleischwunde. Wo ist das Ding hier? Sternwarte, nee, wir müssen hier hin. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Haus der Weisheit. Eine schlimme Nacht. Ich hab den Helfer des Emirs beobachtet. Dieses Großmal aus Mer. Schade, dass es da noch keine Schnellreise gibt. Ja.